Eine Zukunft ganz ohne Geld. Das klingt utopisch, abwegig und ganz bestimmt ein bisschen kommunistisch. Ihr habt häufig nach der Machbarkeit einer geldlosen Welt gefragt und wir werden der Sache heute auf den Grund gehen. Nicht kommunistisch, sondern schlicht wirtschaftlich. Ist es möglich, Geld abzuschaffen und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Natürlich geht das bei uns nicht ohne den Weltraum, es wird also ganz bestimmt spannend. Sagen wir Lebewohl zum Geld. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Ja, Geld hat einen besonderen Status in unserem Leben. Es ist für viele Quelle von Zufriedenheit, Sicherheit und sogar Glück. Gleichzeitig aber setzt uns Geld unter Druck, zwingt uns, größere Teile unserer Zeit zu arbeiten und ist einer der führenden Stressfaktoren in der westlichen Welt. Armut ist global verbreitet und natürlich auch bei uns und wird als ungerecht empfunden. Das gilt besonders angesichts der klaffenden und stets größer werdenden Differenz zwischen Arm und Reich. Kategorien, die essentiell ja durch die Existenz von Geld erst entstehen. Wie ist es also möglich, dass Menschen nicht genug Geld haben, um ihren Hunger zu stillen, während wenige Milliardäre zu viel haben, um es sinnvoll ausgeben zu können? Die Frage ist vollkommen berechtigt. Bevor wir aber Geld an sich als bösartig verdammen, müssen wir einen Blick auf die Funktionen von Geld und auch dessen Geschichte werfen. Das klingt trocken, es ist aber ganz spannend, sich bestimmte wirtschaftliche Zusammenhänge einmal klar zu machen. Stellen wir uns mal eine Gesellschaft ohne komplexe Produktionsvorgänge vor. Sagen wir altsteinzeitliche Jäger und Sammler. Alles, was da gejagt und gesammelt wird, hat direkten Nutzen, wird unmittelbar verbraucht und könnte theoretisch 1:1 getauscht werden. Ein Jäger könnte eine Schale Rentierfleisch problemlos gegen eine Schale Beeren einer Sammlerin tauschen. Der Jäger hat genug Fleisch, hätte aber gern Beeren. Ebenso hat die Sammlerin genug Beeren, will aber Fleisch. Beide schätzen den Wert der Ware des anderen höher ein als das, was sie zu bieten haben. Es kommt zu einer Coincidence of Wants, einem Zusammentreffen von Bedürfnissen und in der Folge einem freiwilligen Austausch. Interessanterweise war dies historisch vermutlich nur selten so. Tauschgesellschaften lassen sich kaum nachweisen. Völlig geldlose Gesellschaften funktionierten in der Regel über Prinzipien wie Gemeinschaft, Geschenke und Leihgaben. Getauscht wurde allerdings nur mit externen Personen wie zum Beispiel Händlern. Was hier aber noch funktionierte, erreichte bereits im Neolithikum der Jungsteinzeit und der folgenden Bronzezeit seine Grenzen. Um etwa einen ägyptischen Streitwagen herzustellen, muss ich Kupfer- und Zinnbergbau betreiben. Ich muss die Erze schmelzen, die Legierung herstellen. Es braucht Schmiede, Holzfäller, Wagner und so weiter. Insgesamt sind Hunderte von Menschen in die Herstellung eines Streitwagens involviert, aber alle wollen Beeren. Nun können die aber schlecht zur Sammlerin gehen und ihr einen Streitwagen für einige hundert Schalen voll Beeren anbieten. Die gute Frau, die braucht nämlich gar keinen Streitwagen, weil sie gerade keinen Krieg mit den Hethitern führt. Es existiert also keine Koinzidenz von Bedürfnissen. Ein direkter Tausch, der ist einfach nicht praktikabel. Und hier kommt Geld ins Spiel. Gibt es ein Medium, welches sowohl die Beerensammlerin als auch der Streitwagenbauer als Tauschmittel anerkennen, dann werden alle Probleme quasi sofort gelöst. Handelt es sich bei diesem Tauschmittel etwa um kleine Silberstücke? Kann sinnvoll getauscht werden. Die einzige Voraussetzung ist, dass sich alle Beteiligten auf einen bestimmten Wert für ein Silberstück einigen. Sammelt die Sammlerin besonders viele Beeren, kann sie Silberstücke für die Zukunft zurücklegen und der Hersteller der Streitwagen kann Kosten und Einnahmen nachvollziehen, weil er endlich über eine Maßeinheit verfügt, welche universal gültig ist. Und damit haben wir auch schon die drei volkswirtschaftlichen Funktionen von Geld vor uns. Geld erlaubt einen sinnvollen Tausch, unabhängig von den Gütern. Es dient als Wertaufbewahrung und es ist Einheit für die Buchhaltung. In einer komplexen Welt wie der unseren sind diese drei Funktionen absolut notwendig. Ohne sie würde unsere Welt schlicht nicht funktionieren. Wenn jemand in die Produktion eines Autos involviert ist, kann ich diese Person kaum in Autos bezahlen. Wertaufbewahrung ist ebenfalls notwendig. Wir benötigen angesparte Werte für ein Haus, eine Wohnung, die Ausbildung der Kinder, auf betrieblicher Ebene für Investitionen. Kalkulation wäre ohne Geld ebenfalls unmöglich. Ich kann schlecht urologische Voruntersuchungen in Taxifahrten umrechnen. Bisherige Versuche, Geldsysteme abzulösen oder zumindest einzuschränken, sind daher spärlich. Ein gutes Beispiel ist vielleicht die Planwirtschaft des früheren Ostblocks. Dort gab es zwar Geld, mit all seinen drei Funktionen, aber in einer stark reglementierten Form, bei der etwa Einheitspreise für Produkte, feste Löhne und genaue Produktionszahlen festgelegt waren.
Bereits diese Einschränkung von Angebot und Nachfrage genügte, um Innovation und Arbeitsmotivation stark zu reduzieren. Die idealisierte Stufe eines Kommunismus, in welchem jeder und jede quasi unentgeltlich, unfreiwillig, mit ganzer Kraft arbeitet, um so zum Gemeinwohl beizutragen, die ist schlicht unrealistisch angesichts der menschlichen Psyche. Solange Faktoren wie Innovation, Kreativität, Arbeitsmotivation, Karriere, Produktivität und Besitz eine Rolle spielen, solange wie materielle Dinge einen Wert haben, muss man mit diesem Wert rechnen können, ihn planen können und gerecht tauschen können. Es gibt übrigens reichlich Berichte von Menschen, die behaupten, sich vom Geldsystem gelöst zu haben, etwa auf TEDx. Allen gemein ist, dass es sich um Idealisten handelt, die letztlich doch stets auf das fiskale System angewiesen sind. Auch Konzepte wie zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen und ähnlich geartete Modelle finden mit einem Geldsystem statt, nicht jenseits davon. Dazu kommt, dass jeglicher Versuch, ein Geldsystem zu ersetzen, immer in einem neuen Geldsystem resultiert. Was denn, wenn alle Menschen Zugriff auf alle Güter haben und für ihre Arbeit nicht entlohnt werden? Dann gibt es keine Koinzidenz von Bedürfnissen mehr. Mein Bedürfnis wird ja durch die Gesellschaft gedeckt, nicht etwa durch einen Tausch, für den ich etwas beisteuern muss. Innovation bleibt so auf der Strecke. Ich kann mich nicht von der Masse abheben. Versucht man dies aufzufangen, indem man ein neues System einführt, welches Arbeitsstunden zählt oder beispielsweise Innovationspunkte vergibt, dann habe ich nichts anderes getan, als ein neues Geldsystem zu schaffen. Ist also eine geldlose Gesellschaft vollkommen undenkbar? Vielleicht ist sie möglich. Machen wir mal einen Exkurs zu Star Trek. Dort gibt es an sich kein Geldsystem. Menschen arbeiten oder dienen in der Sternenflotte primär zur Selbstverwirklichung. Das ist alles reichlich utopisch. So utopisch übrigens, dass Geld dann doch immer wieder eine Rolle spielt und man in Deep Space Nine die Währung Latinum einführte, um die von Handel und Gewinnen geprägte Kultur der Ferengi sinnvoll integrieren zu können. Was aber ist die Grundvoraussetzung für eine geldlose Gesellschaft in Star Trek? Zwei Antworten: Energie und Technologie. Es gibt in Star Trek oberflächlich keine Mängel, da alles zu jeder Zeit repliziert werden kann, angefangen von der Tasse Earl Grey bis hin zu Raumschifftriebwerken. Energie spielt dabei scheinbar keine Rolle. Immerhin wären bereits für eine Tasse Earl Grey 27 Milliarden Megajoule notwendig, was der Gesamtabgabe eines 1 Gigawatt Kraftwerks in einem ganzen Jahr entspricht. Star Trek zeigt hier aber die entscheidende Voraussetzung für eine geldlose Gesellschaft, auch wenn es immer wieder einzelne Episoden gibt, die uns absurderweise Armut und Mangel präsentieren. Mit schier unerschöpflichen Energiereserven, unlimitierten Produktionskapazitäten und extremer Automatisierung kann man eine sogenannte Überflussgesellschaft erzeugen. In einer derartigen Gesellschaft bestünde keinerlei Mangel. Jeder könnte Zugriff auf alles haben, unabhängig von seinem oder ihrem persönlichen Beitrag. Vielleicht besteht darin ja ein gangbarer Weg, tatsächlich Geld dereinst abzuschaffen. Wir benötigen aber eine absurde Menge an Ressourcen, eine Menge, die uns nur eine Expansion in den Weltraum bieten kann. Allein die Sonne liefert der Erde an einem einzigen Tag etwa 10.000 Exajoule. Die Menschheit verbraucht pro Jahr weniger als 1.000 Exajoule an Primärenergie. Ähnlich eindrucksvoll ist der Blick auf Rohstoffe. Die Erde nämlich macht nur einen winzigen Bruchteil, deutlich weniger als 0,01% der Materie des Sonnensystems aus. Eine Expansion in den Weltraum und eine weitestgehende Automatisierung von Rohstoffgewinnung sowie Produktion durch KIs, all dies sind notwendige Voraussetzungen für eine Gesellschaft, in der jeder und jede alles haben kann. Und damit eine Gesellschaft, die auf Geld zumindest oberflächlich verzichten kann und die es jedem Einzelnen erlaubt, sich aus der Teilnahme an Geldsystemen zurückzuziehen. Wie genau eine solche Überflussgesellschaft entstehen kann, wie man sich das Leben in ihr vorstellen kann, das wird das Thema eines unserer nächsten Videos sein. Für heute sagen wir euch danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr uns gerne ein Like geben und das Video mit Freunden teilen. Schreibt uns unbedingt auch einen Kommentar, ob ihr euch eine geldlose Gesellschaft in irgendeiner Form vorstellen könnt. Unser besonderer Dank gilt all unseren Patrons, allen voran unseren galaktischen Overlords Max, Michael, Apollon, Markus, Robert und Alvarez Sebastian. Ihr seid sensationell. In diesem Sinne, 42.